Wir machen das einfach. Einen wunderschönen guten Morgen aus Südafrika. Seid gegrüßt, es ist kurz vor 8, wir sind schon unterwegs. Heute geht's zu Coffee Bay. Endlich mal wieder ins Meer. Wir sind jetzt noch irgendwo bei den Dragensbergen. Und schrubben heute eine ordentliche Strecke. 620 Kilometer noch. Und hier muss man ein bisschen früher losfahren. Weil wenn Google sagt 8 Stunden, könnt ihr euch darauf einstellen, dass es 10 bis 11 Stunden werden. Man weiß ja nie, was hier so los ist, ne? Und hier laufen die Kühe halt einfach auf den Straßen rum. Überall, du musst echt aufpassen. Moin. Ich glaube, wir sind in der 8. Stunde mittlerweile. In der 7. oder 8. Stunde, ne? Wir sind kurz vor 8 losgefahren, jetzt ist es 15.26 Uhr. Langsam sind wir durch und vor allen Dingen der Fahrer. Joa. Wir dürfen ein bisschen Kapstadt. Wir sind jetzt noch 86 Kilometer, noch knapp anderthalb Stunden. Und dann sind wir an der Coffee Bay. Gucken wir mal, dass wir demnächst ankommen. An der Wild Coast. Turn left. So, wir haben noch 12 Kilometer, 16 Minuten. Und es reicht langsam echt. Wir sind jetzt seit 9 Stunden unterwegs und man sieht und man merkt, dass man an der Wild Coast ist. Das ist so windig draußen. Es ist übelst bewölkt, grau, dunkel. So richtig ruppig auch. Oh ja, da will ich gar nicht rausgehen. Ja, und jetzt sind wir gleich sind wir da und dann erstmal Zeugs wegbringen und dann ab eine Stunde pennen. Wir sind fix und fertig. Ich muss mich noch mal zu Wort melden. Solltet ihr mit Auto durch Südafrika fahren, dann Obacht. Die Leute laufen auf den Straßen. Pferde laufen auf der Straße. Ziegen, Schafe, Kühe, Schweine. Man muss echt aufpassen. Und Schlaglöcher. Oh, Schlaglöcher. Dann gleich im Straßengraben übelst die Pferde, die auf einmal verrückt werden und da sind wir schon an so einem toten Schaf vorbeigefahren, was zermetzelt wurde auf der Straße. Also Obacht auf den Straßen von Südafrika. Und wenn der Tank halb leer ist und ihr seht eine Tankstelle, dann tanken auf jeden Fall, weil die nächste Tankstelle könnte erst in 400 Kilometer kommen. That's it. Denk mal drüber nach. Läuft. Alter, endlich, ja. 10 Stunden und wir sind da und ich zeige euch mal unsere Hut. Ja, wir haben hier so eine kleine Hütte. Zeig mal die da drin. So, jetzt ist ein bisschen windig. Ich komme schnell wieder rein. So, und die Wild Coast ist auch gleich da. Da hinten. Und sie ist ziemlich wild gerade. Aber richtig wild, die Wellen schlagen richtig aus, ey. Müssen wir euch später mal zeigen, aber jetzt gehen wir erstmal duschen, legen uns noch kurz hin und dann gibt's Abendessen. Und dann schlafen wir wahrscheinlich heute wie Babys. In der Embryostellung. Ja. Auf jeden Fall. Bis später. Bis dann. Voilà, einen schönen guten Morgen zusammen. Guten Morgen. Wir sind hier in der Coffee Bay, gestern Abend noch angekommen. Genau, wir haben nicht mehr viel gefilmt, weil es wurde dann stockduster. Das ist ja um 6 immer gleich dunkel und komplett da brauchen dunkel, wir dann auch nicht mehr filmen. Deswegen packen wir den Tag heute noch mit rein. Genau, weil gestern ja auch nicht so viel passiert ist. Nein, nur Autofahren. Deswegen
Fenster. Machen wir heute den Tag auch noch mit rein, wird richtig cool. Richtig geil. Das erste Highlight direkt beim Frühstücken. Ey, wir sitzen hier, wir sitzen da und gucken, wo ist denn die Bucht? Sieht man die hier? Ja. Und gucken da auf die Bucht. Das ist jetzt ein bisschen klein, aber eigentlich sieht man es richtig gut. Und wisst ihr, was wir da gesehen haben? Wisst ihr, was wir da gerade gesehen haben? Wale und Delfine, glauben wir. Hammer, oder? Wie geil ist das denn? Einfach beim Frühstücken hier eine ganze Delfinfamilie gesehen. Und wir gehen jetzt gleich mal da hoch auf den Berg. Wir nehmen euch mal jetzt mit. Nein, wir laufen hier außen rum. Was? Wo sind wir denn? Wir gehen da auf den Berg rauf. Nein, lass uns vorlaufen. Egal, wir gehen da jetzt wir hin. Wir einigen uns dann recht schnell dann. Und checken mal ab, ob das stimmt, was wir da gesehen haben. Wir gehen mal gucken. Alter, da sind echt übelst viele Delfine. Oh Scheiße, das seht ihr bestimmt gar nicht. Da sind übelst viele Delfine und die surfen richtig so die Welle, ey. So abgefahren. Ich hoffe, ihr könnt das richtig sehen. Doch, das sieht man. Das sieht man ganz gut. Hier drüben sind bestimmt 5-6 Stück. Ist das verrückt, ey. Geil. An unserem Hausstrand einfach mal mega viele Delfine. Oh, jetzt kommen richtig viele wieder. Guck mal, die kommen richtig von da hinten alle rum. Ja. Alter. Guck mal, also hier surfen die. Ja. Und jetzt springst du hinten raus. Habt ihr das gesehen? Geil. Ey, das ist der Hammer. Ey, das ist so krank. Vor allem, das sind direkt an unserem Hausstand. Keine 5 Minuten von unserer Tür. Wie viele auch, ne? Ey, geil. Ich habe noch nie einen Delfin gesehen. Echt nicht? Nein. Ja, wo denn? An der Ostsee? Es ist ein bisschen windig hier, aber es ist einfach nur der absolute Oberwahnsinn. Ich habe zu ihr gesagt, wenn man hier rüber schaut so ein bisschen, sieht es aus wie Schottland. Also. Das sieht voll aus wie Schottland. Alter, wo sind wir hier? Hammer, ey, so viele Delfine und hinten am Horizont so eine Riesenfontäne, ey. Lass das mal ein Wal gewesen sein. Ja, Wahnsinn. Wir können es leider nicht ganz erkennen, aber es ist irgendwas Großes, Größeres, bestimmt. Was da hochspringt, ja. Wir gehen mal nach unten, ja. Da stehen nämlich noch ein paar Boys aus dem Hostel, da gehen wir mal hin. So, Niklas, du bist jetzt mit drin, mittendrin. Noch ein Video. Ja. For real. For real. Oh mein Gott. Du. Was muss ich denn jetzt cleverer sagen? Und unser Reiseziel noch schöner. Unser Hamburger Fischkopf. Hallo. Weil er hat eine Muschel gefunden. Boah, die riecht, Alter. So, und jetzt mit einem Haps. Boah, das kriegst du von hier schon, ey. Das fressen nicht mehr die Hunde. So, surfen. Obwohl es jetzt langsam losgehen könnte, wir sind übertrieben heiß auf Surfen, müssen wir noch einen Theoriekurs bei ihm machen, beziehungsweise kurz einen kleinen Unterricht. Die anderen ziehen sich schon an, ey, ich will auch los. Aber was sein muss, muss sein, deswegen noch ein bisschen quatschen und dann geht's los.
Juhu! Oh, ouch. Oh, wir sind raus aus dem Wasser, ein bisschen durchgefroren, aber eigentlich war es gar nicht so kalt. Es hat so Wetter ist viel jetzt Bock nicht so gemacht. Bombe, aber es hat so, nicht so kalt. Spaß gemacht, Freunde. Mega geil. Hammer. Es war einfach nur geil. Und dann siehst du hinten, das sieht man halt nicht, aber immer wieder Delfine, ey. Leck mich am Arsch, wie geil ist das denn? Und ganz, ganz hinten sieht man Wale. Ja, also so was hat er gesagt? Humpback Whales? Humpback. Irgendwas mit Hump. Ich google das mal. Ja. So, und heute Abend gehen wir noch nachher in ein Dorf, essen mit den Einheimischen, ein bisschen Musik, ein bisschen tanzen. Ich guck mal, dass ich die Kamera noch mitnehme. Und dann sehen wir uns später. Tschüss. Wow. So, wir sind jetzt zum Abendessen heute ganz traditionell in einem einheimischen Dorf. Dort wird irgendwie gesungen, getanzt, gegessen. Wir sind mal gespannt, was aus dem Abend wird. Wir werden sehen. So, I'm gonna give you now how you start the conversation with people. The very first thing when you get into somebody's room is to knock. When you enter in the room, you first knock, and they say ngena. When you say nkongo, to knock in our mother tongue. What you say? I'm not gonna tell you. Mom, I'm not gonna tell you. Mom, I'm not gonna tell you.